Das Sozialwerk Dürener Christen. Ein Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Sozialwerk Dürener Christen ist ein gemeinnütziger Verein, der ein soziales Unternehmen führt. Wir arbeiten in zwei Bereichen. In der ambulanten Versorgung für kranke und belastete Menschen und in der Hilfe und Bildung für junge Menschen. Wir eröffnen auch den jungen Menschen eine Perspektive, die im normalen, regulären Bildungssystem nicht mehr erreicht werden können. Dazu führen wir Bildungs- und Eingliederungsprojekte im Kreis Düren durch. Die engagierte Arbeit des Sozialwerks in den beiden Bereichen ambulante Versorgung und Jugendberufshilfe findet an 8 Standorten statt, in denen jeweils verschiedene Maßnahmen und Projekte durch kompetente Mitarbeiter und deren Know-how umgesetzt werden. Wir beteiligen uns an Programmen aus allen politischen Ebenen. Auftraggeber sind die EU, Bundes- und Landesministerien, die Bundesanstalt für Arbeit und der Kreis und die Stadt Düren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln immer wieder innovative Projekte, in denen auch neue und unkonventionelle Methoden benutzt werden. Dafür setzen wir die Mitgliedsbeiträge und Spenden ein und werben erfolgreich Beiträge von Stiftungen, Sponsoren und Privatpersonen ein. Mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass wir sehr multiprofessionell einfach aufgestellt sind. Seit 4 Jahren ist das Sozialwerk Dürener Christen QM zertifiziert und da gilt es immer, uns auch zu überprüfen, wie gut arbeiten wir, wie messbar machen wir auch unsere Arbeit, die wir da so tagtäglich tun. Wir wollen da an der Stelle immer besser werden und haben seitdem auch eine Struktur erarbeitet, wo wir uns gut austauschen und auch vernetzen. Im Bereich ambulante Versorgung unterstützt das Sozialwerk die Menschen, die zu ihnen kommen bei der Bewältigung von persönlichen, gesundheitlichen und familiären Problemlagen. BEVO ist ein Bereich des Sozialwerks Dürener Christen, der im Prinzip aus der Pflege herausgegangen ist. Also es hat sich im Rahmen der ambulanten Pflege hat sich herausgestellt, dass da Bedarfe sind und die wollten wir bedienen. Das BEVO gibt es seit ca. 15 Jahren. Wir betreuen mittlerweile 50 Leute mit 9 Mitarbeitern. Wir versuchen halt, die Menschen, die wir betreuen, möglichst ganzheitlich zu betreuen. Wir machen aufsuchende Arbeit, das heißt auch das ambulante betreute Wohnen. Das heißt, wir suchen die Menschen in ihren Wohnungen auf. Ich bin seit 12 Jahren verwitwet, habe schwere Schicksalsschläge hinter mir. Hab wie gesagt, die BEVO ist für mich ganz, 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 ganz wichtig im Leben. Dem Bereich Jugendberufshilfe wird beim Sozialwerk ein besonders hoher Stellenwert zugeordnet. Eine Vielzahl an Maßnahmen und Projekten werden hierzu durchgeführt. Die Jugendberufshilfe ist beim Sozialwerk Dürener Christen ein großer Arbeitsschwerpunkt, wo wir ca. 30 pädagogische Fachkräfte, 18 Werkanleiter und 2 psychologische Fachkräfte beschäftigen und unter der Jugendberufshilfe unterschiedliche Projekte auch fassen. Wir haben zum einen den Bereich der Schule, Berufsorientierung, wir haben die Berufsvorbereitung, wir haben den Bereich Ausbildung, also überbetriebliche Ausbildung, wir haben aber auch ein großes Spektrum der Beratungsangebote, um diese Jugendlichen im Übergang Schule-Beruf auch gut zu unterstützen. Und unser pädagogisches Personal kümmert sich mit sehr viel Herzblut um diese Jugendlichen, aber auch sehr bestimmt, weil es schon bei vielen Jugendlichen auch darum geht, Struktur zu geben und auch eine Stabilisierung herbeizuführen. Trotz Schulabschluss sind für viele Jugendliche die Chancen für die Zukunft ungleich verteilt. Das betrifft die Jugendlichen besonders, die aus finanziellen, kulturellen oder gesundheitlichen Gründen am Rande der Gesellschaft stehen. Für solche Fälle finden spezielle Beratungen in der Lotsenstelle Jülich statt. Wir haben Fachkräfte, die sehr gut ausgebildet sind,
die über viele Zusatzqualifikationen verfügen und über ganz viele Berufserfahrungen auch verfügen. Und das ist ganz wichtig, weil die Jugendliche verlässliche, aber auch Personen an die Hand bekommen müssen, die das richtige Angebot auch gewährleisten. Jugendliche lernen im Sozialwerk, ihre Kreativität einzusetzen. Es werden Potenziale geweckt und neu erworbene Stärken können genutzt werden, um letzte Hürden zu überwinden. Dazu gibt es die berufsvorbereitende Einleitungsmaßnahme für die Produktion. Eine dieser Produktionsschulen ist die Nähwerkstatt im Kreativwerk. Im eigenen Second-Hand-Laden für Kinderkleidung und Accessoires können die Besonderheiten des Berufsbildes Verkäufer im Einzelhandel hautnah miterlebt werden. Auch die im Hause hergestellten Produkte des Kreativwerks werden von den Teilnehmern und Auszubildenden an den Mann gebracht. Aufmerksamkeit, Kommunikation und ein Sinn für Ordnung werden gefördert und verinnerlicht. Auch die Branche der Tischler und Schreiner gehört zur Produktionsschule. Es geht hier um die Erfahrung von handwerklichem Geschick, Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu trainieren, den Sinn für technisches Verständnis zu erkennen, Kernkompetenzen für einen handwerklichen Beruf zu erwerben und die jungen Menschen durch erfolgreiches, praktisches Tun zu motivieren. Aber macht Spaß hier, ist interessant, man kann was über Holz und über das Führen von Maschinen lernen. Ja. Und deswegen ist eine Verzahnung zwischen Pädagogen und Anleiter für uns sehr, sehr wichtig, um allumfassend den jungen Menschen das zu bieten, was sie brauchen, um später ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Damit er nicht alleine mit dieser Suche ist und gar nicht weiß, was passiert jetzt, muss man ihm Hilfe anbieten. Und genau das wollen wir tun in unseren Werkstätten. Und da braucht es einfach ein multiprofessionelles Team aus Anleiter und eben Pädagogen, um da die Hilfe zu bieten, die jeder Einzelne braucht. Die jungen Leute sollen hier nicht das Gefühl bekommen, sie werden hier einfach nur beschäftigt, sondern sie sollen fachlich orientiert das tun, was in diesen Berufen verlangt wird, sodass der Übergang später in einen regulären Betrieb, in ein Unternehmen des Handwerks oder der Industrie auch nahtlos gelingen kann und sie so viel Know-how und fachliches Wissen mitbringen, dass das auch gelingt. Und da heißt es bei uns von der Haltung, dass wir sehr wertschätzend und sehr individuell auf die Jugendlichen zugehen. Wir sehen das immer sehr ganzheitlich und das gelingt uns sehr gut. Seit 2004 bildet das Sozialwerk Dünner Christen überbetrieblich Jugendliche aus. Aktuell haben wir 75 Azubis, die sich in 6 Werkbereichen bei uns qualifizieren und ausbilden lassen. Und das gelingt sehr gut. Sie sind 3 Jahre bei uns, absolvieren dann bei der Kammer die Prüfung und erwerben dann einen Berufsschulabschluss. Für mich kam immer nur Handwerk in Frage. Also ich mag andere Berufe nicht. Also ich bin gern handwerklich aktiv. Es war auch schon in der Schule so, ich kann nicht länger so sitzen. Und ich mache halt gerne Sachen mit den Händen und habe mich dann für den Malerberuf entschieden. Ich finde, ich habe ein Händchen dafür. Und deswegen werde ich diese Ausbildung auch weiter durchziehen und werde sie auch beenden. Alles gut. Ja, viele aus meiner Familie haben das gelernt. Und ich habe mich entschieden halt für die Friedhofsgärtnerei. Hallo, ich bin Tamara. Ich mache eine Ausbildung zur Bürokauffrau im Bereich Büro bei dem Sozialwerk Dürener Christen. Ab Juni werde ich wieder in Praktikum gehen für 6 Monate und dann bin ich wieder hier, werde lernen für die Abschlussprüfung. Aber hier muss wirklich alles selbst handgefertigt werden. Solche extravaganten Sachen machen wir natürlich nicht immer. Das ist jetzt hauptsächlich für die Prüfung gedacht. Aber man muss ja auch zeigen, was man kann. Die werden hier ganz anders gefördert, intensiv. Also für meine Meinung ist intensiver gefördert. Die Azubis schließen ihre Ausbildung oft mit hohen Abschlussnoten ab. Nicht zuletzt dank aufwendiger zusätzlicher Fördermaßnahmen. Auch die Sprachenschule ist hier, eigenständig, aber sehr familiär, eingegliedert. Neben der Berufsvorbereitung, diesen Schulprojekten und auch neben der Ausbildung, die wir anbieten, konzentrieren wir uns auch seit kurzem auf transnationale Projekte.
wo wir international tätig sind und eine Kooperation mit Spanien haben. Die Jugendlichen werden von den Betrieben freigestellt dafür, dass sie halt hier gemeinsam mit mir halt Deutsch lernen können, als unterstützendes Lernen zur Berufsschule. Wir stehen für Düren ein. Wir sind ein ausschließlich regional tätiger Träger hier für Düren. Das Sozialwerk besteht ja seit 30 Jahren und durch die Werkstätten, die wir hier aufgebaut haben, in die wir auch investiert haben, haben wir eine gewisse sehr gut funktionierende Struktur entwickelt, die wir auch in Zukunft aufrechterhalten. Es ist so, dass wir uns an der Stelle auch gut vernetzt haben und Trägerkooperationen eingegangen sind, damit es zum einen keine Doppelstrukturen gibt, aber auch zum anderen dafür Sorge tragen können, dass die Struktur auch erhalten bleiben kann. Mir ist abschließend noch ganz wichtig mitzuteilen, dass wir in Zukunft so den Fokus auch auf Jugendhilfe mehr nehmen. Es ist so, dass wir mit vielen Jugendlichen zu tun haben, die auch der Jugendhilfe schon bekannt sind. Und da geht es uns darum, mit unserem guten Know-how, mit unserer Berufserfahrung seit 30 Jahren, da viel enger auch mit den Jugendämtern hier in Düren zusammenzuarbeiten und auch Projekte im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe oder der sozialen Gruppenarbeit auch umzusetzen. Wir sind da sehr gut aufgestellt, haben innovative Konzepte entwickelt und es ist nur eine Frage der Zeit, wo wir jetzt auch in den Sektor mehr einsteigen werden. Slogan stehen nicht nur auf der Fahne, sie werden durchlebt. Kreativ gedacht und gemacht. Lerne fürs Leben. Finde deinen Weg. Das Sozialwerk Dürener Christen, der Vorstand, die Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich weiterhin dafür einsetzen, dass junge Menschen eine Chance auf ein selbstbestimmtes, selbstgestaltetes Leben erhalten. Musik